Jetzt geht es darum, die Farbflächen anzulegen. Speichere das wieder einmal. Und für diese Farbflächen braucht man das jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diese dreidimensionale Struktur, die es da gibt, hinkriegen. Das heißt, wir haben da unser Gehäuse. Ja, das ist diese Schräge, ist die Gehäuse. Dann geht es da ein Stück halt gerade rauf und dann geht es darüber. Und da oben haben wir dann wiederum ein kleines Stück halt gerade und dann geht das wieder zum Urblatt rein. Ja, wie auch immer, wie tief das da drinnen ist. Ungefähr so schaut das aus. Immer wieder schauen, dass das Bild da heroben mit dem Schloss wirklich gesperrt ist, dass man es nicht verschiebt. Jetzt drehen wir das da auf, damit man das. Oi. Habe ich mir schon verschoben. Drehen wir das. Schieben das mal da daher. So, also diese Struktur müssen wir da jetzt optisch hinkriegen. Und dazu ist es eben notwendig, dass jeder dieser Ringe, den wir da haben, wirklich als Ring definiert ist. Jetzt ist es nur ein Kreis und das ist ein kleinerer Kreis. Das heißt, wir können dort zwar geschichtete Objekte machen, indem wir zuerst das unterste irgendwie einfärben, dann ist das Ganze. Dann die nächste Einfärb und so weiter. Dann ergeben sie zwar theoretisch unsere Abstufungen, aber ich definiere die jetzt gleich schon als Kreise oder als Ringe, so muss ich es sagen. Obwohl, es ist überhaupt nicht tragisch. Wir können das gleich so machen. Wir gehen also her und definieren da zuerst einmal einen Farbverlauf für diese Fläche und dieser Farbverlauf ist ein radialer Verlauf. Wir klicken also da auf, entweder können wir das da herum natürlich gleich machen, indem wir da die Verläufe eingeben. Allerdings haben wir da nicht die Möglichkeit, irgendwas interaktiv zu machen. Ich verwende jetzt gleich schon da dieses Füllungswerkzeug. Damit kann ich da reinziehen und beliebigen Verlauf sofort aufziehen. Jetzt gehe ich da her und sage, wir brauchen einen konischen Verlauf. Der konische Verlauf, den lasse ich jetzt einfach in der Mitte einrasten. Konisch heißt, wir haben, der lässt sich beliebig jetzt oder verändern und verdrehen. Wir haben einen Mittelpunkt und wir haben dort zwei Farben, eine Anfangsfarbe und eine Endfarbe. Wenn diese Farbe, beide Punkte können wir da anklicken, klickt erst die Farbe und gibt dem eine Farbe. Und da sieht man jetzt, Ausgangspunkt ist rot, dann läuft es da rüber und wird zu weiß. Ja? Wenn wir da einen sauberen konischen Verlauf brauchen, der dann mehr oder weniger dieses Hell-Dunkel oder diese Schattenseite oder Nicht-Schattenseite angibt, dann braucht man, ist es aber ganz wichtig, dass Anfangs- und Endpunkt gleich ist. Ja. Und dass nur die Farbe auf der gegenüberliegenden Seite, dass die sie ändert. Ja. Da haben wir diese gegenüberliegende Farbe und die machen wir dort jetzt einmal zu einem anderen Farbton und da sieht man jetzt, je nachdem wo ich das hinschiebe, aber das sollte natürlich auf der gegenüberliegenden Seite sein, lässt sich da dieser konische Verlauf überall hin drehen. Wir wollen ja hell-dunkel und eine metallische Oberfläche haben, also brauchen wir für diese Farbe einen Grauwert und da gehe ich jetzt gleich auf die Farbfelder und wähle da eine helle Farbe, also nicht 10%iges Grau und Endfarbe auch 10%iges Grau. Und die Schattenfarbe da herum können wir ja ein 80%iges Grau nehmen. So. Jetzt haben wir einen konischen Verlauf und der konische Verlauf zeigt uns dann an, dass
diese Fläche, die da überbleibt, offensichtlich da am Rand nicht einfach nur eine gerade Fläche ist, sondern eben ein kleines bisschen abfällt. Wir sehen das ja auch da im Bild. Ja, wir haben also da einen Verlauf, der da ein bisschen schräg läuft und abfällt. Ja, könnte also sagen, okay, aber er sollte ja von da noch da auf ein bisschen eine andere Fahrt kriegen, aber das können wir dann, das machen wir dann im weiteren Schritt noch. Jetzt arbeiten wir uns einmal so ein bisschen weiter. Diese V-Fläche liegt jetzt ziemlich weit oben. Ich schiebe die da jetzt halt in meinem Ebenen-Menü einfach einmal weit genug zurück. Und zwar wieder aufpassen, nicht einfach runterschieben, weil dann würde man ja den Verlauf in diese eine Ellipse reinschieben, sondern nach rechts ziehen, so dass das wirklich nur da in der Ebene darunter liegt. Gut, was haben wir jetzt? Wir machen jetzt da den nächsten. Und der nächste Verlauf, naja, das wird eigentlich wieder genau gleich werden. Ich gehe also wieder auf das Verlaufswerkzeug, gehe da wieder rein und sage, wir machen wieder einen konischen Verlauf. Und dieser konische Verlauf, machen wir's, ja. Und dieser konische Verlauf sollte wieder in die gleiche Richtung gehen, aber in dem Fall passt es sogar. Der konische Verlauf kann also genau gleich weiterlaufen. So muss genau in der Mitte sein natürlich. Der konische Verlauf kann sich ein kleines bisschen ändern, je nachdem wie schräg das da ist. Also wenn das da flacher ist und das schräger, könnte man sagen, okay, wo trifft mehr Licht auf die flache Fläche oder auf die aufgestellte. Wir lassen das jetzt einmal der Seite ein bisschen heller und gehen auf der anderen Seite, halt, machen das auf der anderen Seite ein kleines bisschen dunkler. So. Und damit man das vielleicht noch mal ein bisschen besser sogar sieht, gehe ich jetzt da daher und mache mir da innen eine weiße Fläche. Dazu nehme ich den innersten Kreis, der wird da markiert. Rechte Maustaste, ich sage duplizieren und gebe dem einfach eine weiße Farbe. Dann kann man das ein bisschen besser abschätzen, wie diese Verläufe zueinander ausschauen. Wir haben also dort einen Verlauf, der ist auf der Seite hell, auf der Seite dunkel. Der zweite Ring ist ja letztendlich in der gleichen Schräge, also könnte er eigentlich die gleiche Verlaufsfarbe und die gleiche Verlaufsrichtung kriegen. Ja. Das heißt, der könnte durchaus ein bisschen dunkler sogar sein. So. Gut, und jetzt haben wir da hier oben einen Kreis. Und diese Fläche, das ist eine Gerade. Ja. Eine gerade Fläche ist, nachdem sie ganz am Licht steht, würde die jetzt sagen, die hat den besten Lichteinfall. Also ist die sehr hell. Und dann haben wir wieder einen Ring und der kriegt wieder einen Farbverlauf, einen konischen. Aber der geht jetzt in die andere Richtung, nämlich nach innen. Also wenn wir von da Licht bekommen, kriegt die Fläche da Licht, die kriegt da Licht und die innerste Fläche, die wir jetzt haben, die kriegt aber da kein Licht, sondern die liegt da im Schatten von den Objekten, sondern das Licht bekommt die auf der Seite. Ja? Also gehen wir da wieder her, machen einen konischen Farbverlauf und drehen den da in die gegengesetzte Richtung und geben den beiden natürlich wieder die helle Farbe und dem Teil da geben wir jetzt wieder die dunkle Farbe. So,
jetzt haben wir eigentlich dieses ansteigend, ansteigend, gerade, abfallend. Ja? Damit das Ganze jetzt nur ein bisschen plastischer wird, können wir zuerst einmal da dahergehen, alles markieren und so bei Umriss, einmal keinen Umriss. Wir wollen das jetzt halt einmal nur sehen, ob wir da überhaupt was Plastisches haben oder was Plastisches gemacht haben. Und da sieht man jetzt schon, okay, da, das sind ja zwei Flächen, die steigen gleich, ungefähr gleich an. Da gibt es jetzt noch nicht sehr viel Plastisches. Das wollen wir jetzt noch ein kleines bisschen mit einem Schatten machen. Ja? Wir haben ja gesagt, dass die Fläche da ein kleines bisschen in die Höhe wächst. Ja? Einfach nur gerade drauf, die ist versetzt gegenüber der. Also müsste sie irgendwie einen Schatten werfen. Und den Schattenwurf, den haben wir natürlich nicht auf der Seite, wo das Licht zu geht, sondern auf der abgewandten Seite. Aber wir können dort einen kleinen Schatten machen. Und einen Schatten können wir machen über das Effektmenü. Und da können wir sagen, Schatten nach außen. Das klicken wir an. Gehen auf das kleine Zahnrad da hinten, dann klappt das Menü aus. Und da können wir jetzt den Versatz des Schattens eingeben. Ja, da wächst der Schatten da raus. Da braucht man nicht viel, nur ein ganz kleines bisschen. Und wir können den Radius, nämlich ob das ein weicher oder ein harter Schatten ist, ändern. Und den machen wir ein kleines bisschen weich. Ja. So. Schließen. Und jetzt haben wir da das Ganze ein bisschen abgesetzt und das kriegt das optisch auf einmal diese ein kleines bisschen Höhe. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Gut. Was kommt als nächstes? Na ja, jetzt brauchen wir dieses Urblatt. Das Urblatt haben wir ja schon irgendwo einmal gemacht. Sowas. Das habe ich schon einmal im Designer gemacht. Habe ich auch wieder ein Urblatt gemacht, natürlich. Das schaut ein bisschen plastisch aus. Wir haben da einen kleinen Schatten. Wir haben die Zeiger mit Schatten versehen und ein bisschen plastisch. Und das markiere ich da jetzt einfach einmal. Ctrl-C. Gehe auf das Uhrengehäuse und füge das da mit STRG und V wieder ein. Und gehe jetzt da und schiebe das einmal. Die Mitte ein. Da sieht man jetzt, das ist zu groß. Mittig ist es schon. Jetzt gehe ich das einfach und mache das ein bisschen kleiner und dazu drücke die STRG und die Shift-Taste. Und jetzt lasst sie das kleiner machen. Das da braucht man nicht mehr. Wir haben da unser Urblatt und was fehlt noch? Na, das da fehlt noch, das haben wir auch noch nicht. Das könnte auch den gleichen Verlauf kriegen wie das Uhrengehäuse. Da gehe ich also wiederum auf einen elliptischen Verlauf, aber der elliptische Verlauf, den will ich natürlich jetzt nicht da liegen haben irgendwo, sondern der muss von da ausgehen. Nicht elliptisch, Entschuldigung. Chronischer Verlauf braucht man. Der chronische Verlauf hat wieder seinen Mittelpunkt. Da. Und wächst jetzt da raus. Wie liegt der? Naja, das liegt im Schatten, würde ich sagen. Und deshalb. Relativ dunkel und das machen wir hell und da ziehen wir das noch ein kleines bisschen runter.
erklärt uns das so. Lassen wir es einmal so dabei. So, was fehlt jetzt noch? Wir können das Ganze jetzt da ein ganz kleines bisschen plastischer noch machen. Wir haben da zwei scharfe Kanten, aber diese scharfe Kante bei so einem Uhrengehäuse ist ja nicht rasiermesserscharf, sondern die hat natürlich eine ganz kleine Phase drauf und diese Phase können wir im Effektmenü machen, indem wir im Effektmenü sagen 3D und dann im 3D-Bereich wieder das kleine Zahnrad anklicken, das poppt auf und wir haben da sofort eine Voreinstellung. Ich nehme jetzt den Radius Retour, viel braucht man da nicht und macht da das so ein kleines bisschen plastischer mit einer ganz kleinen Phase. Ich kann das mit einem Weichzeichner noch sehr viel weicher machen oder eben ganz hart machen. Das braucht nicht viel. Okay, das gleiche könnte man natürlich theoretisch auch da auf diesem Kreis machen. Auch da könnte man natürlich den ganz ein kleines bisschen, also minimalst diesen Radius drauf machen. Da geht es also. Und diesen Radius da dann nur eine ganz eine kleine Spur. Wenn man das da dann macht, dann kriegt das da automatisch ein bisschen eine Kontur. Jetzt klicke ich da mal auf Schließen. Da sieht man das jetzt. Es kriegt jetzt ein ganz ein kleines bisschen an Effekt. Und das können wir dreimal mal so lassen. Es ist eigentlich nur, damit man da Licht und Schatten da dann nur mal ein kleines bisschen besser haben. Und ich muss natürlich da bei diesem 3D-Effekt nur mal festlegen, wo haben wir Licht, wo haben wir Schatten. So, das haben wir ungefähr da. Das gleiche machen wir da. Okay, was braucht man jetzt noch? Das da passt natürlich noch nicht ganz. Wir brauchen da von dem unter Umständen einen Schatten da drauf. Wie macht man das? Wir können von dem zum Beispiel jetzt nochmal eine Kopie machen, wenn wir wollen. Oder na, wir machen es anders, wir nehmen das da, machen von dem eine Kopie, also ein Duplikat. Das Duplikat liegt jetzt genau da drauf und dem Duplikat geben wir jetzt aber einen anderen Verlauf, nämlich einen Verlauf, der von da dann da rausläuft. Ja? Das heißt einen linearen Verlauf. Dieser lineare Verlauf, der geht von dunkel noch hell. Das Zwischenteil braucht man nicht. Wir wollen das also nur so machen. Und wir wollen jetzt diesen zweiten Verlauf, den legen wir nicht im Normalmodus drauf, sondern im Multiplizieren-Modus, dann wird der dunkler, läuft aber aus. Ja, und jetzt kann man natürlich nur sagen, den wollen wir nicht so stark anwenden, wir ändern da dann nur ein bisschen die Deckkraft von der Ebene und dann lassen wir das jetzt einmal so. Gut. Okay, jetzt sind wir schon recht weit.
Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen ein Glas drauf. Ja? Und das Glas drauf heißt, wir nehmen unter Umständen diesen Kreis, das ist der, und duplizieren den einmal. Jetzt haben wir den da, ist das ein zweiter. Und das Glas muss, so wie im Original auch, sollte das ganz oben liegen. Ja? Das heißt, ich nehme das da einfach und schiebe das da jetzt oder mal. Irgendwie ganz nach oben. Und jetzt nehme ich dem natürlich den Verlauf zuerst einmal und sage ganz normale Farbfläche. Mache es jetzt einmal übertrieben. Kriege also diese Farbe. Und jetzt muss es aber nur irgendwie transparenter werden. Ja? Und dieses transparenter werden, naja, das können wir machen, indem man dort halt einfach einmal die Transparenz wegnimmt und sagt, naja, ganz eine minimale Transparenz kann es ja nur haben. Es macht einen Unterschied, ob ich die Urblattfläche einfärbe, also nur die Fläche einfärbe, oder ob ich wirklich was darüber lege. Ja? Und das Glas färbt ja auch die Zeiger ein. Ja? Es ist jetzt einfach die Frage, wie stark mache ich denn das? Aber ein ganz ein minimaler Unterschied zu dem Weiß, das wir da haben, ist gegeben. Ja? So könnte man dann vielleicht sagen, wäre es im Original auch. Was brauchen wir jetzt noch? Naja, wenn da Licht drauf scheint, dann haben wir Reflexionen drauf und diese Reflexionen überdecken auch oder hindern uns auch an der Sicht nach unten. Und diese Reflexionen, die machen wir jetzt halt. Und dazu machen wir von dem Glas wiederum eine Kopie. Die liegt eh schon ganz oben, ich sage wieder duplizieren. Und jetzt nehme ich aber nicht das Duplikat, das ist das untere, sondern das letzte, ganz das oberste. Und jetzt bekommt diese oberste Fläche einen Verlauf. Wollen wir diese Reflexionsstreifen machen. Und gehe jetzt einfach mal her und mache da so einen Verlauf von hell nach dunkel. Und jetzt gehen wir da einen Punkt an und dieser Punkt kriegt jetzt halt einmal eine weiße Farbe. Wir erhöhen da natürlich die Deckkraft wieder. Jetzt kriegt das da einmal eine weiße Farbe. Und da machen wir einen zweiten Reflexionspunkt, den machen wir auch weiß. Und dazwischen machen wir einen und der ist falsch gedacht. Also wir haben jetzt da dieses Duplikat, dann nehmen wir das oberste her. Das können wir jetzt mit der weißen Farbe füllen und jetzt machen wir aber gewisse Teile von der weißen Farbe transparent und dazu klicken wir auf dieses Transparenzsymbol, ziehen da einen transparenten Verlauf. Schwarz ist also nicht transparent, weiß ist transparent. Wenn ich da jetzt einen Punkt einfüge und ich mache den schwarz und den Punkt gehen dann in dieses Transparenzmenü rein und können dort die Deckkraft für jeden einzelnen Punkt, den wir da einfügen,
rauf und runter setzen. Und damit können wir da jetzt zum Beispiel mal einen Streifen machen. Wenn ich dort einen neuen Punkt einsetze und ich ändere dort die Deckkraft von 0 auf 100, dann haben wir es in dem Fall wieder transparent. Und dann gehe ich da zum noch einmal zu einem und da setze ich die Deckkraft wieder auf 100%. Ja, und jetzt habe ich da eigentlich zwei Farbwerte, die in ihrer Position heller oder dunkler sind und den unteren Teil, jetzt sage ich mal, verdecken. Ja, wir haben da also in der Economatik darunterliegende Farb. Das wäre jetzt das Glas und auf dem Glas haben wir jetzt diese ganz leichte Reflexion und diese Reflexion können wir jetzt ja auch noch zurücknehmen, wenn wir wollen, beziehungsweise dort natürlich an ihrer Position noch verschieben. Ja. Diese Transparenz muss ganz oben liegen, weil die Reflexion natürlich über Zeiger und über alle Objekte drüber liegt und deshalb eben auf alle darunterliegenden Objekte wirkt. Gut, was fehlt jetzt noch? Na, da haben wir nur eine Krone. Die Krone mache ich jetzt einmal nur als Rechteckobjekt. Verrundet ist oder ganz leicht und gibt dem einen Verlauf. Der Verlauf, mache ich da mal einfach nur einen linearen Verlauf und gehe dann da rein, sage am Anfang soll es sein dunkel, am Ende soll es vielleicht sein ganz hell, aber gleich nach dem Hellen sollte eine sehr dunkle Fläche kommen. Setzen wir da noch weitere Punkte einer. Und da hinten setzen wir einen sehr dunklen Punkt her. So, und da lassen wir das mal so. Jetzt könnte man nur sagen, weiters gehe daher, mache von dem nur mal ein Duplikat, duplizieren und setze da eine andere Art von Verlauf, nämlich einen Verlauf, der jetzt da gedreht ist. Und dem Verlauf gebe ich da hell-dunkel Verlauf. Und den Verlauf, den lasse ich wieder im Multiplizieren-Modus auf den unteren drauf. Ja, dann kriege ich eigentlich so ganz einen schönen Verlauf. Jetzt können wir da nur insgesamt unteren Teil da markieren, duplizieren und kleiner machen.
dann schieben wir den da, ein Stück rein und setzen den, und das setzen wir jetzt einfach einmal, das können wir ganz zurücksetzen. Ja. Und ganz zurücksetzen heißt in dem Fall, wir müssen doch die Farbe ändern, das muss ja sehr viel dunkler sein. Wir haben also da eigentlich schon gar nichts mehr. Wir können den da eigentlich löschen. Den da. Machen wir zwar heller. Und den letzten machen wir ganz dunkel. Und den da müssen wir eigentlich auch dunkler machen. Und jetzt können wir noch diese ganzen Streifen, also diese Kronenteile machen. Das könnte man machen über, können wir probieren, über eine Linie. Diese Linie können wir in einer bestimmten Stärke festlegen. Dann können wir der Farbe geben, und das mache ich jetzt halt einmal nur ganz schnell. Das können wir dann später nur mal besser machen natürlich. Gut, und dann kriegen wir noch gemeinsam einen Effekt, und zwar einmal kriegen sie einen Schatteneffekt, probieren wir mal. Der Schatteneffekt, das heißt, wir ziehen das da drauf, ändern vielleicht sogar ein kleines bisschen die. Richtung, die Intensität, den Radius ändern wir, das ist ein bisschen so, und gleichzeitig geben wir dann noch einen 3D-Effekt dazu, wenig Radius, ein bisschen weich zeichnen, das Licht kommt eher von der Seite, schließen. Und okay. So, lassen wir das dabei. Kann man aber noch ändern. Gut. Da brauchen wir auch noch ein kleines bisschen diesen 3D-Effekt. Sonst passt das einfach alles zusammen nicht zusammen. Allerdings aufpassen, es geht immer um wenig. So, das reicht. Es gibt ganz viele Dinge, die nehmen wir nur im Unterbewusstsein wahr, können wir gar nicht bestimmen, da ist es auch wieder so, da ist es so wenig, das fällt fast nicht auf, aber trotzdem ist es da. Und so schaut es schon brauchbar aus. Jetzt haben wir das Speichern. Und jetzt haben wir eigentlich dieses Uhrengehäuse gemacht. Das nächste ist, wie schaut jetzt das mit den Uhrbändern aus.